Hallo, hier, ich melde mich aus dem Auto. Wir fahren hier durch Batalung und wir wollten zu einem Stausee und wollten mal sehen, wie es nach dem großen Regen dort aussieht. Ja, es hat ja ziemlich stark geregnet, so dass unser Haus zu einer Insel geworden ist. Wir liegen etwas höher und alles voller Wasser. Aber im Haus selber hatten wir zum Glück nichts. Hier seht ihr gerade auf der Straße, na, ist fast eine Furt, würde ich sagen. Die ist ein bisschen überflutet. Das ist so ein kleiner Bachlauf. Und nichts Aufregendes. Hier ist der Stausee. Hier machen wir immer Jogging und laufen hier. Auch so zum Spazieren, das ist ganz gut, nicht weit von unserem Haus entfernt. Im Hintergrund seht ihr die Berge von Trang. Das ist ein großes Waldgebiet. In den Bergen wohnen auch die Sakai, die ausschließlich im Wald leben und von den Sachen, die dort gefunden werden. Angeblich jagen die auch noch mit Blasrohr und wir hatten die auch mal besucht. Ich werde da noch ein Bild zu einblenden und dann, ja, das muss man eben halt auch mal gesehen haben. Hier im Hintergrund auf dem Hügel, dort leben Affen. Und hier sind wir jetzt an einem Wasserfall. Das ist auch hier in der Provinz Patalung sehr schön gelegen alles. Auch ein Resort ist da, wo man auch übernachten kann. Da kann man also auch in luxuriösen Zimmern wohnen oder aber auch in einem Zelt. Das ist wirklich auch ganz interessant. Hier ist ein bisschen überflutet, hier kann man so über diesen Pöller rübergehen. Ich habe es aber nicht gemacht, ich habe da ein bisschen Bedenken. Und ja, das ist nicht für mich, da mich in Gefahr zu begeben, zumal ich ja auch schon mal einen Unfall hatte, muss man das ja nicht wieder herausfordern. So, aber das Wasser ist glasklar und ich hatte zwar damit gerechnet, dass hier viel mehr Wasser zu sehen ist jetzt nach den großen Regenfällen, aber das ist alles schon wieder weg. Und ja, das geht dann eigentlich alles ziemlich schnell. Wir haben hier bei uns in der Nähe haben wir fünf große Wasserfälle, ja, die alle unterschiedlich aussehen, ja, mit riesengroßen Steinen und im Wald gelegen und also richtig toll. Die werden wir im Laufe der Zeit, werde ich die auch noch mal abfilmen und dann mal einstellen bei YouTube. Ich mache das auch nur sporadisch, weil ich habe da gar keine Zeit zu, das zu machen. Mache das mehr oder weniger so als Hobby. Und wenn wir mal irgendwo spazieren gehen, dann macht man ja üblich Fotos oder kleine Videos.
Und jetzt wollte ich die einfach mal reinstellen, aber ohne großen Hintergedanken, dass man damit Geld verdienen kann, so wie andere. Ich gebe auch keine großartigen Tipps, das liegt mir fern, weil jeder muss das machen, was er hier in Thailand erleben will oder sehen will. Der eine wohnt in Phuket, der andere da oder auf Koh Samui und. Aber hier, wir leben hier also ziemlich in der Provinz, wo ja, ich bin hier fast, sage ich mal, so der einzige Falang, der hier ist, der einzige Ausländer. Und man sieht hier ganz selten mal einen Europäer oder einen Amerikaner oder wo die jetzt auch alle so herkommen. Also hier ist noch das ursprüngliche Thailand zu finden. Jetzt also hier eingeblendet ein Resort, das ist also ganz schön, da kann man auch essen und wie gesagt schlafen. In Luxuszimmern und im Zelt, wenn man je nach Geldbeutel, kann man das also machen, wie man lustig ist. Aber wir wohnen ja hier in der Nähe, deshalb brauchen wir das eigentlich so nicht zu machen. Aber ist schön, und wer da Interesse hat, kann sich ja mal melden über was weiß ich wie, und dann kann man sich das ja mal, könnt ihr da mal hinfahren. Ja, die Gegend, wie gesagt, ist hier eine ganz andere als in Khao Sok oder wo auch immer hier in Thailand. Ja, also wir fahren also überall so hin und gucken uns alles an. Und das ist so eigentlich mehr oder weniger auch so mein Leben. Ja, und ja, das mache ich dann eben halt. Ja, und ich bin gerne in der Natur und schaue mir alles an, habe auch eine Seite auf Facebook mit Insekten und Spinnen, Kleintiere und so weiter. Und das kann man sich alles da so angucken, weil hier gibt es ganz viele unterschiedliche Sachen zu sehen. Die Leitung im Hintergrund, das ist eine Wasserleitung, weil die zapfen hier auch die Quelle an und bringen dann eben halt auch Wasser zu den Häusern damit. Ja. Also man hat dann Quellwasser, haben wir bei uns im Haus auch, aber nicht von diesem Wasserfall, von einem anderen. Und ja, das ist dann auch ganz schön, aber ich habe dann noch zusätzlich einen Filter, weil jetzt gerade bei dem großen Regen ist das auch ganz gut, dass man einen Filter hat, eine Filteranlage mit Tank und separater Pumpe, weil das Wasser war dann doch ziemlich braun. Durch die Überschwemmung war das Wasser eben halt nicht so besonders erquickend. Aber wie gesagt, wir merken da nichts von, weil bei uns ist das Wasser immer total glasklar gefiltert. So, ja, hier noch die Eindrücke von den einzelnen Felsen, Steinbrocken, die hier in dem Wasser liegen. Das sieht immer ganz gut aus. Normal gehen wir auch immer ins Wasser, aber jetzt ist das hier kälter. Ja, und wir haben also nur 27 Grad. Das ist dann auch ja, für Leute, die hier lange leben, ist das also kühl. Ja, und das könnt ihr so nicht nachvollziehen, wenn man hier wohnt. Ich bin jetzt hier über 10 Jahre, dann ist das schon, dann hat sich das irgendwie, hat sich das so geändert. Ja, am Anfang habe ich auch immer gedacht, warum haben die Thailänder
So, das war es denn jetzt von hier, von Patalung. Und wir hoffen, wir sehen uns wieder und ihr macht irgendwie, findet die Videos dann ganz gut und abonniert sie. Also, bis dann und auf Wiedersehen.